Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Mischhaul für euch und zwar ein ganz klein wenig was von Action. Da habe ich was Neues entdeckt und etwas aus einem Laden, den habe ich jetzt ganz neu entdeckt für mich. Und zwar Sostrene Grene. Ich kann euch mal das Logo zeigen, so schaut es aus. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr in eurer Stadt eine Filiale habt, müsst ihr da unbedingt mal hingehen. Die haben wirklich wunderschöne Sachen, nicht nur rund ums Basteln und Dekorieren, sondern auch einfach mal so Kleinigkeiten zum Verschenken, was Süßes oder ein bisschen Tee und auch hübsches Geschirr. Also da verbringt man wirklich eine ganze Zeit in dem Laden und kann sich da nicht bremsen, irgendwas zu kaufen. Also wirklich wunderschön, kann ich euch nur raten, da mal schauen zu gehen. Ich fange einfach mal mit Action an. Und zwar habe ich neue Paper Roses entdeckt. Ich habe drei verschiedene mitgenommen. Und zwar sind die alle so etwas gülden an den Blättern. Und das fand ich total schön. 15 Stück sind immer dabei. Ja, hier haben wir so ein bisschen so Aprikottöne und ein bisschen Grün. Die fand ich total schön. Dann haben wir hier so, ja, Violett, Blau und Rosa Töne. Und hier haben wir auch nochmal Blau, Gelb und Rosa mit bei. Ja, die fand ich total schön. Die sind jetzt ganz neu reingekommen, die habe ich gleich mitgenommen. Und dann gibt es jetzt wieder, das gab es ja schon mal vor einer langen Zeit, dieses Fancy Paper, also wo ganz viele verschiedene Papierarten drin sind. Dickeres, dünneres Papier in verschiedenen Farben, in verschiedenen Strukturen. Und da habe ich mir gleich mal eins mitgenommen. Das hier oben, das Rosa, das sieht so ein bisschen aus wie Leinenpapier. Und das Blaue sieht so ein bisschen wie Tonkarton aus. Und ja, mal sehen, was sich dazwischen noch so alles verbirgt. Das habe ich noch mitgenommen. Das fand ich total schön. Und das war auch schon alles, was ich Neues im Action entdeckt habe. Leider sonst nichts weiter. Ich bin da rumgelaufen, habe immer noch mal geschaut, aber es gab leider nichts weiter. Deshalb ist das alles gewesen. Aber jetzt geht es weiter mit Sostrene Grene, was ich euch eben schon am Anfang gesagt habe. Wie gesagt, ein total schöner Laden. Und da habe ich mir ganz viele Bastelsachen mitgenommen. Und ich fange mal an. Und zwar mit so ganz kleinen, Sicherheitsnadeln sind es ja. Und die sind unten so rund und oben haben die halt den Verschluss. Und da dachte ich mir, da kann man kleine Anhänger machen. Da könnte man jetzt zum Beispiel diese Engelchen, die ich euch aus dem Teddyhaul ja schon gezeigt habe, die könnte man jetzt hier anhängen. Und dann piekst man diese Sicherheitsnadel durch den Stoff durch. Oder wenn man jetzt ein Album macht, vielleicht hinten durch den Buchrücken. Oder macht hinten noch einen Ring dran und hängt das dazwischen. Die fand ich total schön. Und da sind 20 Stück drin und die haben 94 Cent gekostet. Und die habe ich einfach mal mitgenommen. Dann habe ich solche selbstklebende Trennlaschen. Hier steht es. Klebetrennlaschen, genau. Die sind einfach mal, wenn man so eine Sammelmappen hat, dann kann man da oben so ein Teilchen rankleben und kann es beschriften. Jetzt steht hier schon was drauf, Goals steht drauf, aber das ist nicht so schlimm. Das kann man vielleicht auch andersrum kleben oder von der anderen Seite dann mit einem kleinen Sticker bekleben und das dann anders beschriften, so wie man es halt braucht. Aber ich fand die Idee ganz gut, dass man das dann so rumklappt und sich dann diese Fächer sozusagen beschriften kann, was drin ist. Da sind 12 Stück drin, haben gekostet 1,40 Euro. Dann habe ich Mini-Büroklammern entdeckt. Die sind ja wirklich putzig, dachte ich. Ganz, ganz kleine Büroklämmerchen. Da sind jetzt drin 75 Stück und die haben 82 Cent gekostet. Und da dachte ich mir, so Paperclips kann man damit ganz gut machen, weil die eben auch schön klein sind, wenn man mal so ganz kleine Sachen hat. Fand ich total niedlich. Die gibt es eigentlich noch in Silber. Ich habe sie jetzt leider nur in Gold gekriegt. Ich hätte sie lieber in Silber gehabt, aber gut, Gold tut es auch.
Die sind noch mitgekommen. Dann habe ich mir mal eine kleine Leinwand gekauft. Was heißt eine kleine Leinwand? Einen kleinen, ja, Leinwandhalter, Leinwandständer. Jedenfalls dachte ich mir, ich nutze das dann mal für meine Karten zum Fotografieren. Dann kann ich hier nämlich so einen, den als Aufsteller nutzen, meine Karten draufpacken und kann die dann viel besser fotografieren und in Szene setzen. Und der hat 1,10 € gekostet. Den habe ich noch mitgenommen. Dann hier solche Schaumstoffpads. 400 Stück für 44 Cent. Ja, diese kleinen Klebepuffer, da kann man ja nichts mit verkehrt machen, dachte ich. Und für 400 Stück, das ist überhaupt kein Geld. Und die gibt es momentan bei Action nämlich auch nicht. Deshalb sind die mitgekommen. Und als letztes habe ich diese Scrapbook Collection mitgenommen. Und zwar sind das alles so vorgestanzte Teile oder auch Aufleger, die man jetzt für Scrapbooks nutzen kann oder auch einfach mal für Karten. Und ich dachte, wir schauen da mal kurz rein vielleicht. Also hier hinten sieht man, was alles drin ist. 1,80 hat es gekostet. Ich mache das jetzt mal hier auf und dann schauen wir da einfach mal kurz hinein, was da so alles Schönes drin ist. Also hier haben wir schon mal etlich. Oh Gott, das ist ja hübsch. Ach, ist das hübsch, das Zebra. Das kann man sogar noch hier rausklipsen. Sage ich mal, dann hätte man den goldenen Rahmen extra und das Bild. Das gleiche ist hier nochmal mit einer Blüte. Das ist ja auch schön. Kann man auch alles rausmachen oder komplett aufkleben. Hier was nochmal mit dem Schmetterling. Und hier Friend. Hier ist zum Beispiel noch nichts drauf. Könnte man noch was draufkleben. Love und Love Us. Röschen, Pünktchen, Hello. Das ist ja auch süß mit dem Vögelchen. Sweet. Und nochmal ein Gold. Und dann haben wir hier nochmal einen Rahmen. Dann haben wir hier Röschen. Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Rahmen. Und eine Kaffeetasse oder eine Teetasse. Das ist ja auch niedlich. Auch noch mal Blümchen. Hier haben wir noch mal zwei Federn. Ja, und hier haben wir noch so ein paar Sprüchlein. So in Pfeilform. Love always. Zweimal. Und dann haben wir hier My Valentine und Him and Me. Ja, das ist alles in diesem kleinen Tütchen drin gewesen. Das ja, finde ich ja total putzig. Also man hat das ja leider so auf den ersten Blick nicht gesehen. Ich glaube, da hätte ich dann sonst wahrscheinlich auch zwei mitgenommen. Man, hier hinten ist es zwar abgebildet, aber da sieht man ja nicht, wie es so aufgebaut ist, so wirklich. Da muss ich beim nächsten Mal ja glatt nochmal schauen, ob es da vielleicht auch noch ein paar andere Sets gibt. Ja, und das war's gewesen, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben oder auch einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.